Auf dem Meerwarthof am Rande Oberderdings wird Landwirtschaft bereits in dritter Generation betrieben. Die Eigentümerfamilie um Christian Meerwarth hält dort etwa 240 Milchkühe, deren Versorgung die Familie und 5 Mitarbeiter 7 Tage in der Woche beschäftigt. Die Kühe benötigen übers Jahr große Mengen von Gras, Heu, Maissilage und Stroh. Mehrmals im Jahr heißt es daher, die Mäher auf den umliegenden Wiesen und Feldern in Aktion zu bringen. Einfach mal mit dem Traktor rausfahren war gestern. Hier zeigt sich, was moderne Landwirtschaft leisten kann. Den nötigen Maschinenpark und souveräne Maschinenführer vorausgesetzt. Und weil das Wetter häufig genug nicht mitspielt, ist Zeitdruck bei der Ernte die Regel. Das Wichtigste für die Familie Meerwarth ist, dass es ihren Tieren gut geht. Denn nur wenn sie sich wohlfühlen, erbringen sie eine gute Milchleistung, werden alt und bleiben länger auf dem Hof. Dafür investieren alle Mitarbeiter viel Aufwand in Ernährung, Komfort, Hygiene und das Wohl der Tiere. Verspürt eine Kuh den Drang zum Melken, geht sie vollkommen selbstständig zum Melkstand. Das Melken ist heute keine Handarbeit mehr. Dass der Melkroboter jederzeit einsatzbereit ist, wissen die Kühe sehr zu schätzen. Der Melkvorgang geht vollautomatisch, aber dennoch ist immer jemand in der Nähe, um schnell einspringen zu können, wenn etwas nicht wie vorgesehen abläuft. Im ganzen Stall ist stets für eine gute Durchlüftung gesorgt, denn Kühe bevorzugen eine kühle Umgebung. Eine erwachsene Milchkuh frisst jeden Tag 40 Kilogramm einer frisch zubereiteten Mischung aus Heu und Silage. Alles in allem kommen dabei mehr als 70 Tonnen Tierfutter in der Woche zusammen. Was reinkommt, kommt auch wieder raus. Und wo viel gefressen wird, bleibt eines nicht aus. Große Mengen an Mist und Gülle. Und das wiederum bereitet vielen Landwirten ein ernsthaftes Entsorgungsproblem. So reifte bei der Familie Meerwarth die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen. Warum nicht eine neue Technologie einsetzen und aus den ohnehin anfallenden biologischen Resten einen Zusatznutzen ziehen und daraus Energie gewinnen? Die Lösung war die Biogasanlage Meerwarth. Gesagt, getan. Mit der Fertigstellung ihrer Biogasanlage im Jahr 2009 haben sich die Meerwarths eine wahre Alleskönnerin auf den Hof geholt. Denn sie löst das Problem der Landwirtsfamilie gleich auf dreifache Weise. Erstens entsorgt sie die Exkremente ihrer Milchkühe. Zweitens erzeugt sie zu 100% klimaneutrales Biogas. Und drittens bleibt aus den Gärresten am Ende ein perfekter, nahezu geruchsfreier Dünger zurück. Auf den Feldern der Region ausgebracht, kann damit dann die nächste Generation Biomasse heranwachsen. Das ist Kreislaufwirtschaft im wahrsten Sinne. Bevor allerdings die gasbildenden Bakterien im sogenannten Fermenter ihre Arbeit verrichten können, steht das Befüttern des runden Mischbehälters der Biogasanlage auf dem Tagesplan. Dazu müssen die Meerwarths große Mengen von Ackergras und Maissilage bereithalten, die sie das Jahr über selbst erzeugt und in einem riesigen Fahrsilo direkt hinter dem Stall gesammelt haben. So transportiert der Radlader jeden Morgen das Anlagenfutter in den Sammelbunker, von wo aus die Substrate über eine Förderschnecke vollautomatisch in das Fermenterbecken wandern. Dort werden sie mit den tierischen Exkrementen aus dem Güllesilo zur endgültigen Gärmischung vermengt. Eine computergesteuerte Heiz- und Mischeinrichtung sorgt ab jetzt für optimale Temperatur und Zusammensetzung der Biomasse. Jetzt endlich können die Bakterien mit ihrer Arbeit beginnen und Bläschen für Bläschen das energiereiche Methangas herstellen, das unter den Kuppeln des Fermentersilos gesammelt wird und zum Weiterverbrauch bereitsteht. Der Anfang für eine weitreichende Kooperation war damit gemacht.